Fondskongress in Mannheim und das bedeutet nicht nur Aktien, Anleihen und Rohstoffe, sondern natürlich auch Immobilien. Und wir sind jetzt am Stand von CanAm. Heiko Hartwig, Geschäftsführer der CanAm Grund KVG, ist bei mir. Schön, dass es wieder klappt mit dem Interview, Herr Hartwig. Immer gerne, Herr Fraunig. 60 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in den Immobilienmarkt in Deutschland geflossen. Was ist denn besonders begehrt gewesen in den vergangenen Monaten aus Ihrer Sicht? Also nach wie vor ist die Büroimmobilie das begehrte Gut. Das versteht sich von selbst eigentlich, weil Sie können durch einen Einzelmieter langfristig stabile Erträge erzielen oder Sie können in einer Büroimmobilie verschiedene Mieter haben und das Risiko schon in der Immobilie streuen. Also das ist das, was am begehrtesten ist. Wohnen als große Pakete ist natürlich ein Thema. Aber wenn wir im gewerblichen Bereich bleiben, ist Einzelhandel der Punkt. Hier sehen wir, dass Shoppingcenter nicht mehr ganz so gefragt sind. Und es kommen wieder die 1A-Lagen in den Hauptstädten, trotz Distanzhandel. Und dann haben wir das Thema Logistik, was natürlich von ausländischen Investoren im Moment hoch begehrt ist. Inwiefern konnten Sie sich denn mit dem Leading Cities Invest hier von diesem begehrten Markt ein Stückchen von der Torte abschneiden? Ja, also es ist nach wie vor der Mangel an Produkt. Das heißt, die Objekte, die wir in den Leading Cities suchen, die sind nicht mehr so verfügbar wie in den vergangenen Jahren. Das merken wir auch. Wir konnten in London tatsächlich, da stehen wir fast davor, eine Immobilie als auch in Edinburgh kaufen. Wir haben den Einzelhandel auch als Nutzungsart wieder gewichtet, indem wir in Dresden ein Objekt erworben haben. Also ja, wir sind ganz erfolgreich gewesen, so gesehen, im letzten Jahr. Sie haben gerade eben schon angedeutet, dass Logistikimmobilien sehr begehrt waren im vergangenen Jahr, auch vor allen Dingen bei asiatischen Investoren. Auch der LCI hat ein Portfolio hier ergattern können, haben Sie mir im Vorgespräch auch verraten. Was macht dieses Segment so interessant? Ja, es ist so, dass der Distanzhandel wächst. Das wissen Sie ja selber von zu Hause, wenn Sie Pakete bestellen. Andererseits sind die großen Städte, haben ihre Probleme mit den Verkehren und das so, dass die letzte Meile, den Anleger oder den Kunden zu erreichen, das, was sie bestellen, wollen sie sofort in Händen halten. Das ist die Herausforderung. Also sucht man sich jetzt schon die Logistiklagen, die sich unterscheiden. Also sie sind in der Regel an gute Straßenanbindung und außerhalb der Städte, also nicht Innenstadtlagen. Und das ist natürlich im Moment noch ein Segment, wo Sie Geld verdienen können. Der Anteil an Logistik im letzten Jahr war knapp unter 10%. Wir selber haben Logistik als Versorgung der Städte natürlich als Thema, finden wir hochinteressant, haben das aber ebenfalls knapp unter 10% gewichtet. Gibt es denn schon neue Standorte, die Sie sich anschauen? Was können Sie uns hier heute schon auf dem Fondskongress verraten? Ja, verraten kann ich Ihnen leider noch nichts. Ja, der Kampf um die Immobilien, der ist heftig. Wir können aufgrund unserer Anlagestatuten dürfen wir Europa, also erstmal weltweit investieren, konzentrieren uns aber auf die Metropolen in Europa. Und ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr unsere Anleger als auch die Berater oder Beraterinnen mit attraktiven Standorten wieder erfreuen können. Ganz bestimmt. Dann frage ich spätestens beim nächsten Interview nochmal nach. Abschließend schauen wir noch auf den Leading Cities Invest. Der hat jetzt 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Rund 17% Rendite sind durchaus eine Alternative angesichts der Ernüchterung an der Börse des vergangenen Jahres, wenn ich das so sagen darf. Wie sieht denn die aktuelle Nachfrage aus? Ist der Fonds mittlerweile wieder geöffnet? Sie sagen es, Herr Franek. Im letzten Jahr gab es eine Ernüchterung, was ich andererseits bedauere für die Anleger, die sich dann mal in die Fondsbranche trauen. Andererseits, die Immobilie wächst stetig, einen stetigen Ertrag und deswegen mit 5 Jahren sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und der Fonds ist im Moment geschlossen, weil wir natürlich aufgrund unserer Strategie immer nur dann Gelder annehmen, wenn wir ein Objekt in der Akquisition haben, um die Rendite nicht zu verwässern. Das zeichnet uns unter anderem auch aus, dass wir eben nicht jederzeit Geld annehmen. Und wann der Fonds öffnet, kann ich Ihnen auch wieder so eine Antwort heute noch nicht sagen. Dann gebe ich mich damit mal zufrieden, hoffe auf viele erfolgreiche und spannende Gespräche hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Heiko Hartwig war das von CanAm in Mannheim. Dankeschön, alles Gute für 2019. Ihnen auch. Dankeschön.